Rippenmuster häkeln für Linkshänder und Anfänger. In diesem Video zeige ich dir, wie man ein Rippenmuster häkelt. Das ist ein sehr einfaches Muster, da es nur aus festen Maschen besteht, die in das hintere Maschenglied gehäkelt werden. Dadurch entsteht dieses Muster, so als wenn es nur aus Rippen besteht. Ich habe da schon mal was vorbereitet, und zwar habe ich eine Luftmaschenkette angeschlagen und eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Zum Wenden brauchst du wie immer eine Wendeluftmasche, um in die nächste Reihe zu kommen. So, um jetzt die Rippen entstehen zu lassen, häkelst du eine feste Masche und stichst in das hintere Maschenglied ein. Also hier, kann man das hier von oben sehen, da, und dann ist das hintere Maschenglied. Arbeitsfaden holen und eine feste Masche. Und nochmal in das hintere Maschenglied und eine feste Masche. In das hintere Maschenglied der nächsten festen Masche und eine feste Masche. Dieses Muster eignet sich vielleicht mit der dicken Wolle für Topflappen. Könnte ich mir gut vorstellen, das damit zu machen. Ich häkel die Reihe mal zu Ende und fange nochmal die zweite Reihe an, und dann sieht man schon, wie sich denn das Muster herausbildet. Meine erste Reihe ist jetzt fast beendet. Jetzt habe ich noch zwei Maschen nach. Die machen wir nochmal schnell zusammen. Also eine und dann die letzte. Die hat sich hier so ein bisschen versteckt. Immer das hintere Maschenglied erwischen. So, das ist die Reihe zu Ende. Jetzt kann man noch nicht so viel sehen. Wendeluftmasche, um in die nächste Reihe zu kommen. Und auch hier wieder genau gleich, nur ins hintere Maschenglied. Also von oben in die Masche einstechen, Arbeitsfaden holen, feste Masche häkeln. Nächste Masche wieder. Von oben rein in das Maschenglied, Arbeitsfaden holen und feste Masche. Und so häkelt man denn sein Häkelstück, je nachdem wie groß man das Muster haben will. Immer nicht vergessen, am Ende der Reihe eine feste Masche eine Wendeluftmasche zu häkeln. So, jetzt machen wir hier mal ein paar Maschen noch mal rein. So, und jetzt kann man hier schon sehen, wie sich die Rippen hier rausbilden. So, hier und hier, dann haben wir hier so schöne Rippen. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte ein Like oder einen Kommentar da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.